Kann es sein, dass... Huch! Hallo Gold, ich habe hier etwas für dich. Schaust du mal in mein Labor vorbei? Bis später! Ja klar, werden wir das machen. So, wir haben die Pokémon-Liga jetzt geschafft, aber Professor Lind hat was für uns. Schauen wir mal nach, was er für uns hat. Gold, da bist du ja. Ich habe dich gerufen, weil ich dir etwas geben möchte. Es handelt sich um ein Bootsticket. Jetzt kannst du auch ein Kanto-Pokémon fangen. Ja, das hat Style, okay. Das Schiff legt in Oliviana City ab. Aber das weißt du ja schon, Gold. Schließlich bist du mit deinem Pokémon schon viel herumgekommen. Überbringe Professor Eichen Kanto meine Grüße. Okay, anscheinend können wir in eine neue Region. Was heißt hier neu? Wir waren ja bereits schon in Kanto. Und in Kanto wird Staffel 2 beginnen. Und damit beginnt auch hier und jetzt Staffel 2 von Pokémon Kristall. So, aber zunächst müssen wir nach Kanto und zwar über ein Boot. Deswegen gehen wir zunächst nach Oliviana City, denn dort liegt das Boot ab. Unsere Pokémon sind ja alle geheilt irgendwie durch eine mysteriöse Kraft namens Spiel durchspielen. So, das wird hier wohl sein. Ja, sieht ja ziemlich idyllisch aus. Mit dem Meer und so. Ich glaube, hier waren wir auch schon mal. Kann das sein? Da weiß ich gar nicht mehr so genau. In Kanto gibt es viele Pokémon. Ich wünschte, ich könnte dorthin. Magst du mein Bootsticket haben? Kriegst nicht. Pech gehabt. MS Aqua benutzt Spezialdüsen, um über die Wellen zu gleiten. Ja, gut. Gut für die Info. Dann werden wir schnell in Kanto sein. Wir kommen auf dem Schnellboot. MS Aqua. Trittst du heute deine Reise an? Ja. Zeig mir bitte dein Ticket. Gold zeigt das Bootsticket. Erinnert mich fast an die MSN-Pokémon Gelb-Let's Play, was ich schon häufig in den Let's Play gesagt habe. Erinnert mich an Pokémon so und so. Naja. In Ordnung, dankeschön. Ja, bitte. Lass dich durch, ich hab ein Ticket. Achso, wir legen bald ab. Geh an Bord. Ja, wenn's sein muss. So, jetzt sind wir auf dem Boot. Und es legt auch schon ab. Schade, dass wir nicht rausschauen können. Wie in Pokémon Schwarz und Weiß. Entschuldigung, ich war in Eile. Meine Enkelin ist verschwunden. Sie ist noch klein. Sag mir bitte Bescheid, wenn du sie siehst. Ja, werde ich machen. Ich halte nach Ausschau. So, schauen wir mal auf der Map nach, wo wir jetzt sind. Wir sind jetzt... Mann, so schnell von Olivian City nach hier. Mann, ganz schön schnell. Die Spezialdüsen wirken Wunder. So, schauen wir mal uns die Kajüten an oder die Kabinen, whatever. Diese Kabine ist leer. Kann es sein, dass es unsere ist? Ich glaube nicht. Naja. Gehen wir mal weiter nach links. Hey, wer bist du? Oh Gott, er will gegen uns kämpfen. Nein! Bist du allein? Lass uns kämpfen. Oh, hier auf dem Boot? Oh Gott. Also bei meinem Pokémon, ich bin ja schließlich der Champion, meine Pokémon sind ja so mächtig, dass dadurch das Schiff kaputt gehen könnte. Du solltest achtsam sein. Hast du Level 31er Pokémon? Sicher Pokémon Kristall, ist das dein Ernst oder euer Ernst? Komm, wir sind hier der Champion von Kyoto. Ich wollte Kanto sagen. Tja, so leicht kannst du einem Pokémon des Champions nicht alle machen. Dafür brauchst du bessere Pokémon als Level 31er. Ah, Tornado kurz vor Level 45. Jetzt kommt Geowatt, die Entwicklung aus Georock. Sind wir schon einmal begegnet auf der Route von Ebenholz City nach Neuburg hier. Können wir leicht mit Wasserattacken killen? Also los, Gyarados. Wir haben jetzt mehrere Optionen. Ich teste mal die Hydro-Pumpe ein. Sie setzt mir so selten ein. Oh Gott, jetzt fange ich hier schon wieder zum Stottern an. Ich trinke mal wieder was. Moment. Okay. One-Hit-Kill war ja zu erwarten. Wasser gegen Gestein und Boden. Vierfach stark. Das ist zu viel für mich. Ja, du hättest dich nicht mit mir anlegen sollen.
Wer ruft denn da? Hi Gold, wie geht's dir? Ich habe beim Einkauf eine neue Puppe gesehen. Und ich habe dieses dekorative Item von deinem Geld gekauft. Ja, natürlich liebe ich Puppen, selbst privat spiele ich gerne mit Puppen herum. Nein, natürlich nicht. Pokepuppen, ey, sehe ich aus wie ein 12-Jähriger oder ein 10-Jähriger oder ein 4-Jähriger. Ja gut, 12-Jähriger ist übertrieben, gebe ich zu. Das ist deine Kabine. Wenn deine Pokémon verletzt sind, dann mach hier ein Nickerchen. Dadurch werden sie geheilt. Ja, okay, das ist unsere Kabine, sogar mit einer Box. So, spielen wir mal Unreal Tournament. Ruhmeshalle, was ist denn das? Erste Ruhmeshallen-Eintrag, Tanoktu Level 44. Wohin genau? Level 47. X-Bart Level 43. Gyarados Level 41. Alpollo Level 42. Nachtara Level 43. Ja, das war's. Hier werden immer die Liga-Pokémon eingetragen, mit denen wir die Pokémon-Liga geschafft haben. Ein weiches Bett. Schlafenszeit. Aber es ist 12 Uhr morgens. Nein. 17 Uhr ist es gerade. Gut, dann schauen wir uns mal das Schiff weiter an. Hier geht's nach unten. Ah, hier sind weitere Kabinen. Interesting. Ich gehe nach Kanto, um meine Feuerspuckkünste fortzuführen, ja. Ich wette, der hat einen Magma, wie fast jeder Feuerspucker. Nein, Smogon. Was willst du als Feuerspucker mit einem Smogon? Ich verstehe es nicht. Und es hat nur Level 28. Ich verstehe nur eins. Erdbeben! Wenn es kein One-Hit-Kill wird, dann fress ich einen Besen. Wie Hans Bauer. Was? Vermutlich du einen Standschauer? Schauen wir uns mal nach, was wir vergessen können. Sternschauer, eine Attacke, die immer trifft. Ich vergesse mal Kopfnuss. Kopfnuss setzen wir eh nicht mehr so häufig ein. So, Flamara. Das ist ein Pokémon, was einem Feuerspucker würdig ist. Die Entwicklung aus Evoli. Erdbeben! Na los, Tornado, Erdbeben! Und One-Hit-Kill, also die Pokémon, die Level der Pokémon, die sind doch ein Witz, oder? Hier hätte man 40er einbauen können. Aber 30er? Ich weiß nicht. Ich glaube, die Macher haben es zu gut gemeint mit den Leveln. Und Smogon schon wieder. Ich muss mir das Schiff mal ein bisschen rütteln lassen. Okay, und Erdbeben hat Smogon gewonnen. Hurra. Wim, was ist das für ein Name? Hallo Wim. Die Flamme ist klein. Ach, du schon wieder. Musst du mich alle 5 Minuten anrufen? Hi Gold, wie geht's dir? Ich habe beim Einkauf einen Blablabla gefunden. Ich habe dieses Blablabla von deinem Geld gekauft. Mann, wie für was die alles mein Geld ausgibt? Unglaublich. Ohne mich zu fragen. Echt eine tolle Mutter. So, was bist du für einer? Alle Passagiere sind Trainer. Sie warten in ihren Kabinen auf Herausforderer. Okay. Ah! Zwei Trainer. Oder drei eigentlich, aber zwei Kämpfe. Hey Winsling, möchtest du gegen mich antreten? Der hat bestimmt 6 Pikachus, oder? Ich habe in Erinnerung, dass er 6 Pikachus hat. Nein, nur eins. Nein, nicht einmal. Ein Bottogel. Fuck. Das sind wir ja noch gar nicht begegnet. Ja, das Pokémon findet man im Eispfad. Die einzige Attacke, die es, glaube ich, beherrscht, ist Geschenk. Aber ich will keine Geschenke. Bevor ich ein Geschenk bekomme, töte ich es lieber. Heute ist nicht mein Geburtstag. Erst in 2,5 Monaten. Dann bin ich 20.
So, Wolfram ist down. Du bist stark. Ich weiß, und du bist schwach. So, wieder ein Doppel... Nee, Doppelkampf nicht. Du denkst, ich bin ein Baby? Das ist gemein. Habe ich das gesagt? Ich kann nicht einmal sprechen. Ich kann nur hin und her laufen. Ich habe noch nie mit einem anderen Menschen gesprochen. Zwillinge, Zoe und Pia möchten kämpfen, okay? Oh, ist das nicht süß? Ein Teddy-Ursa. Damit schläfst du bestimmt ein. Nein. Ich würde sagen, die jagen es zum Mond. So, wir haben ihr Kuscheltierchen gekillt. Was kommt als nächstes? Wumpy, Pumpy oder wie auch das heißt? Ja, natürlich. Na warte, das werden wir jetzt gnadenlos auskillen. Auskillen sagt man das? Nein. Das werden wir gnadenlos auslöschen. Kinderkram. So, keine Gnade für diese Baby-Pokémon. Und tschüss, Pumpy. Ich kann den Namen nicht aussprechen. Pumpy. 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 Ach, ich habe keine Ahnung. Oh, wir haben verloren. Mit euren Kuscheltierchen kämpft ihr gegen mich an. Gegen den Champ von Johto. Oh, hallo. Ich kann meine Enkelin nirgendwo finden. Wenn sie an Bord ist, ist alles in Ordnung. Sie ist ein Energiebündel und könnte jemanden nerven. Ich dachte mir ich mache mir ernsthaft Sorgen. Mein Gott, bist du ein toller Opa. Egal. So, gehen wir ins zweite Untergeschoss. Okay, hier ist anscheinend... Aha. Gut, dann gehen wir mal weit. Lass mich durch. Warum lässt du mich durch? Nicht durch. Hallo? Okay. Schau mal, da ist Christina Aguilera. Funktioniert nicht. Okay, lässt uns nicht durch, aber sprechen wir ihn mal an, vielleicht sagt er uns, warum er uns nicht durchlässt. Hey, könntest du mal nach meinem Kollegen suchen? Er faulenzt irgendwo, dieser Müßiggänger. Ich würde ihn selbst suchen, aber ich bin gerade im Dienst. Kannst du nicht selber suchen? Nein, du musst so einem Passanten die Drecksarbeit machen lassen. Genau. Also wenn ich so jemanden in einem Schiff sehen würde, dann würde ich eiskalt verpetzen an seinem Chef. Der lässt mich nicht durch. Jetzt müssen wir diesen Kollegen von dem Typen da suchen. Okay, wo ist der? Mein Gott, alle verirren sich hier in diesem Schiff. Könnten die nicht einfach so Schilder aufhängen oder so? Das würde ein bisschen helfen. Hier ist niemand. Hier ist er bestimmt nicht. Ich glaube, ich weiß, wo er ist. Mir fällt es jetzt gerade wieder ein. Irgendwo hier oben. Wahrscheinlich in der ersten Kajüte, die wir gesehen haben. Hier vielleicht. Nein. Wo versteckt er sich? Ist hier doch kein Versteckspiel. Ich hasse Versteckspiel. Ha, hab dich. Ha, da bist du. Richtig, ich bin ein Matrose. Ich habe nicht gefaulenzt. Die Kabine war frei, darum habe ich ein Nickerchen gemacht. Was soll's, lass uns kämpfen. Mann, was sind das für tolle Matrosen? Die einen machen ein Nickerchen, die anderen sagen den Passagieren, dass sie ihren Kollegen suchen sollen. Unglaublich, unglaublich. Echt tolles Schiff. Naja, vielleicht hat der Professor Lenz das Ticket deswegen einfach so bekommen. So toll kann der Service nicht sein. So, ich glaube, das wird ein One-Kill. Na klar. Die mit ihren Grünschnabel-Pokémon haben keine Chance. Grünschnabel-Pokémon, sagt man das so? Nein, wahrscheinlich nicht. Gut, das nehme ich mal Apollo. Der setzt ja nur Kampf-Pokémon ein. Ich würde sagen, wir machen ihren Kampf-Pokémon mal richtig, richtig Angst. Verpassen ihnen ein paar Albträume, sodass sie sich immer an uns erinnern werden.
dass sie immer einen Albtraum im Kopf haben werden, wenn sie uns wieder einmal sehen. Was nie passieren wird, aber egal. So, verpass ihn einem Albtraum, Apollo! Dass das ein One-Hit Kill wird, muss ich nicht sagen. Hab ich aber. Diese Pokémon, die auftauchen, sind viel zu schwach. Viel zu schwach. Ich hab keine Lust. Die sind viel zu schwach. Was soll denn das, Anton? Willst du mich verarschen? Nur Level 26. Oh mein Gott. Flügelschlag. One-Hit-Kill. Wir sind Champion und kämpfen gegen 26er Pokémon. Ist das euer Ernst, Game Freak? Es war alles meine Schuld. Als Matrose muss man körperlich arbeiten, das ist sehr anstrengend. Ja, jetzt geh zurück an deinen Posten. Verdammte Kacke. So, ich frag mich, wo wir jetzt sind. Schauen wir mal ins Pokécom. Ich glaube, das verändert sich immer die Location. Nein, doch nicht. Boah, mein Magen krummt gerade sich. Mann, was habe ich für ein Deutsch, ey? Ich bin seekrank. Gesell dich gleich zum, zum Captain im Gelb Let's Play. Der ist nämlich auch seekrank. So, Eike. Jongleur, was? Ich wette, der ruft seine Pokémon immer wieder zurück. Das machen Jongleure häufig im Kristall. Spiel. Okay, Erdbeben, machen wir es kurz und schmerzlos. Okay, schmerzlos vielleicht nicht, aber nur kurz. So. Unsere Pokémon kriegen immer nur ein paar Erfahrungspunkte, auch wenn es sehr wenig ist. Okay, Gyarados. Ich glaube, ich muss nicht immer wechseln. Jedes meiner Pokémon schafft es. Mal ganz im Ernst, gegen dieses Magma hätten wir schon vor 20 Parts kämpfen können. Und One-Hit-Kill. Ich bin am überlegen, ob ich die ganzen schwachen Kämpfe speeden soll. Ja, könnt ihr in die Kommentare schreiben, wenn ihr es wollt oder nicht. Und Level 48 für Firboing, genau. Unser stärkstes Pokémon. Hey. Und ein Machoke. Hurra. Da sage ich nur Hydro-Pumpe. Und auch das halt hätten wir gewonnen, hittet. Wie naiv die auch alle sind, ne? Die kämpfen gegen einen Champion. Mann, ich bin ein bisschen überheblich. Ich weiß, ich weiß. So, hast du vielleicht was hier reingekotzt? Hier gibt es nichts, außer Kotze. Bäh. Gut, das sind ein paar Betten. Der Matrose, der Kollege von dem Typen, der hätte doch eigentlich hier pennen können, oder? Egal. Gehen wir mal weiter. Hier gibt es doch irgendwo einen, der hat einen Kokowai. Ich hab in Erinnerung, dass es hier einen Trainer gibt, der einen Kokowai hat. Bist du das? In den Pausen ist Kämpfen meine Lieblingsbeschäftigung. Ach ja, Pause, deswegen, ah. Okay. Das erklärt so manches. Ein Radikal. Oh mein Gott. Aber immerhin. Über Level 30. Donnerschlag. Und One-Hit-Kill. Nein, kein One-Hit-Kill. Ich bin enttäuscht, Tonukto. Na gut, dann eben Sternschauer. Oh mein Gott, dieses Radikal wehrt sich. Mit Klauen und Zähnen und Klauen, ja. So. Okay, das ist nicht der Typ mit dem Panty, mit dem Kokowai. Jetzt nehme ich mal nach Tara. Nachtara soll auch mal ein bisschen kämpfen. Außerdem kann Nachtara nicht so starke Attacken.
Bis auf Bodycheck. Die Idle-Dings nicht sehr häufig trifft. Verdammt! Jetzt aber. Was? Kein Bonnet-Kill? Nadara! Das geht doch so nicht. Du musst doch einen Bonnet-Kill machen. Meine Güte, daneben Sternschauer. Okay. Ole, 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 ole. Ist down. Sieg oder Niederlage. Meine Pause ist vorüber. Ja, zurück an die Arbeit. Na los, du sollst zurück an die Arbeit. Ja, es sitzt immer noch da an diesem Tisch. So, du bist die mit dem Kokowai. Mir ist langweilig. Willst du kämpfen? Na klar. Zeig mir deinen Kokowai. Ich hoffe, du hast einen Kokowai. Ansonsten habe ich mich jetzt gerade echt blamiert. Kokowai her! Nein! Okay, dann hat vielleicht jemand in Soul Silver einen Kokowai. Ich habe keine Ahnung. Auf jeden Fall habe ich in meinem Kopf, dass irgendwie hier ein Kokowai es gibt. So, Donnerschlag. Das ist genau der Grund, warum ich Tornado Donnerschlag beigebracht habe. Damit Tornado auch gegen Wasser-Pokémon was ausrichten kann. Und tschüss. Oh, du bist zu stark. Na klar, ich bin auch der Champion. So. Hier geht's weiter. Oder mal halt Moment, hier vielleicht. Ne, hier gibt's nichts, okay. Aber was ist denn hier? Ha, da ist er ja beim Captain, was? Belästigst du den Captain, hä? Captain, spielst du mit mir? Ist langweilig. Ich möchte spielen. Hi, willst du mit mir spielen? Oh. Opa sorgt sich um mich. Ich muss los. Ich muss Opa finden. Ja, gut. Hallo. Hallo, Opa. Hier bin ich. Ich habe mit dem Captain und ihm hier gespielt. Gold, oder? Ich hörte, du hast meine Enkelin bei Laune gehalten. Ich möchte dir dafür danken. Ich möchte, dass du das nimmst. Ein Metallmantel. Damit kann man Sichlor zu Sherox und Onix zu Stalos entwickeln. Habe ich früher auch immer benutzt. Habe ich auch früher mal getauscht und ja. Die MS Aqua legt in Orania City an. Ach, wir sind da, okay. Gut, dann gehen wir mal aus dem Schiff heraus. Na los, gehen wir aus dem Weg. Die MS Aqua legt in Orania City an. Okay, wir sind jetzt wieder in Orania City. Hier kann man surfen, okay. Schauen wir mal nach, was da ist. Nichts. Verdammt. Okay. Du kannst jetzt nicht an Bord. Natürlich. Ich war doch gerade eben. Siehst du, ich kann an Bord. Du kommst aus Johto? Dort sollen viele seltene Pokémon leben. Ja, das stimmt. Hier ist auch nichts. Okay. Schauen wir mal auf der Map nach, wo wir jetzt sind. Wir sind jetzt hier. Orania City. Hier ist die Kanto-Region, wir können die vollständig erkunden jetzt. So, schauen wir uns die Kanto-Region mal an, wie damals im Gelb-Let's Play. Okay, Alabastia, Route 1, Valtania City, Route 2, Marmoria City, Route 3, Mondberg, Route 4, Azuria City, Route 24, Route 25, Route 5. Untergrund, Route 6, Orania City, das sind wir auch gerade jetzt. Diktas Höhle, ist die nicht da? Egal. Diktas Höhle, Route 7, Route 8, Route 9, Felstunnel, Route 10, Kraftwerk, Lavandier, Radioturm, Lavandier, Tasmania City, Safonia City, Route 11, Route 12, Route 13, Route 14, Route 15, Route 16, Route 17, Route 18, Fuxania City, Route 19, Route 20, Seeschauminseln, Zinnoberinseln, Route 21, Route 22, Ziegestraße, ja, und da waren wir schon. Indigo Plateau, Toyofelle. Ja, das sind alles, das ist die ganze Region, was es auch im Gelb-Let's Play gab. Die werden wir jetzt nochmal erkunden. Und ja. Das allerdings werden wir im nächsten Part anfangen. Jetzt sind wir in Kanto gelandet, also.
bis zum nächsten Part, dann erkunden wir Kanto. Also, bis dann, ciao!